Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie man mit Microsoft Word ein Ishikawa-Diagramm machen kann. Dazu vielleicht eine kurze Vorbemerkung. Microsoft Word ist jetzt nicht unbedingt dafür gebaut worden, um Fischgrätendiagramme, also Ishikawa-Diagramme, zu entwerfen. Dafür gibt es grundsätzlich andere und besser geeignete Software. Aber Microsoft Word ist sehr, sehr stark drin, wirklich in Berichte, Texte oder ganze Bücher eben entsprechend zu schreiben. Dafür ist es auch gebaut worden und jetzt braucht man vielleicht eben in einer längeren Abhandlung eben ein Ishikawa-Diagramm und das ist die Frage, wie bekommt man das da alles rein? Ich habe das mal vorbereitet, vielleicht so eine ganz typische Szenario. Sie haben also hier Seite 1, damit Sie sehen, wo ich gerade da bin. Da steht jetzt einfach irgendein Text, Ihr Bericht, Ihr Buch, was Sie auch immer schreiben möchten. Auf die Seite 2 soll dann das Ishikawa-Diagramm drauf und eingebettet werden. Und in der Seite 3 geht es dann mit Text entsprechend weiter. Und das Ishikawa-Diagramm ist normalerweise ja so fischförmig, deswegen heißt es ja auch Fischgrätendiagramm. Dazu wäre natürlich jetzt ein Querformat sehr hilfreich. Und wenn Sie jetzt hier einfach reinspringen und das Format ändern, indem Sie die Ausrichtung hier auf Querformat gehen, dann sehen Sie schon, zerhaut es Ihnen da das gesamte Layout. Das ist also nicht sonderlich sinnvoll. Da braucht es also eine andere Lösung und die zeige ich Ihnen jetzt mal. Als allererstes schalte ich mal dazu den entsprechenden Ansichtsmodus ein, damit Sie das besser beobachten können. So, jetzt sehen wir, was entsprechend alles eingefügt wird. Und damit wir nur eine Seite drehen können, brauchen wir entsprechend einen Abschnittswechsel. Das heißt, wir gehen hier wieder rein in das Menü Layout und dann machen wir bei den Umbrüchen einen Abschnittswechsel, hier den ersten. Und am Ende der zweiten Seite bauen wir wieder einen Abschnittswechsel ein. Wieder auf Umbrüche, Abschnittswechsel. Und damit haben wir jetzt erstmal die Seiten für Word getrennt, damit wir die eine Seite entsprechend umstellen können. Hier können wir es hergehen, Ausrichtung, Querformat. Und jetzt sehen Sie auch, dass die erste Seite, Seite 1, bleibt, wie sie ist, in ihrem Format, in ihrem Layout. Die Seite 2 ist jetzt im Querformat. Und in der Seite 3, das hat es natürlich verschoben gehabt, weil es auf einem Querformat weniger Zeilen gibt als auf dem Hochformat. Das müssen wir ein paar Leerzeichen einfach rausnehmen. Die Seite 3 ist wiederum dann im Hochformat, damit Sie mit Ihrem Text ganz normal weiterarbeiten können. Das war jetzt die Vorbereitung dafür, wie wir sinnvollerweise hier eben ein Ishikawa-Diagramm hier reinbekommen. Wie fügen wir das jetzt ein? Sie können entweder eine Text- oder eine Bilddatei einfach einbauen, als Vorlage reinkopieren, aber dann wird es mit dem Beschriften schwierig. Deswegen nutze ich in solchen Fällen einfach die entsprechenden Standardformen unter Einfügen, Formen. Können wir hier die entsprechenden Standardformen eben verwenden, die wir benötigen. Den Kopf des Fisches kann man zum Beispiel mit der Form Sehne eigentlich ganz gut machen. Die ist hier. Und wenn wir sie noch entsprechend drehen, dann sieht die tatsächlich so ein bisschen fischförmig eben entsprechend aus. Dann kann man weiterbauen. Wiederum über Formen. Jetzt brauchen wir dann hinten die Hauptachse. Da könnte man einfach so ein Rechteck nehmen, was wir eben lang und schmal auswählen. Das ist quasi sozusagen der Rücken von unserem Fisch. Und über Einfügen Formen. Da könnten wir jetzt vielleicht ein Dreieck nehmen, was wir wiederum drehen. Bekommt unser Fisch eben auch noch einen Schwanz. Jetzt brauchen wir die Seitengräten. Auch hier drüber können wir wieder über Formen mit den Rechtecken arbeiten. Die machen wir jetzt dünne und durchs Drehen bekommen wir da diese Grätenform hin. Die können wir jetzt einfach kopieren. Die drehen wir jetzt in die andere Richtung. Zum Beispiel so. Damit beim Rumschieben nicht immer alles verrutscht, macht es Sinn, dass wir jetzt quasi die Elemente einfach miteinander gruppieren. Dazu wählen wir sie aus.
rechte Maustaste. Gruppieren. Jetzt haben wir unseren Fisch sozusagen als Grafik hier und können ihn durch die Gegend schieben. Wie bekommt man jetzt die Überschriften und die Texte ganz gut hin? Das kann man wieder einfügen über Textfelder. Einfügen. Textfeld. Einfach ein einfaches Textfeld ohne irgendwelche Schnörkeleien. Da können wir es hinschreiben, zum Beispiel Mensch. Als eine von den Kategorien. Das können wir auch noch ein bisschen größer machen vielleicht. Und wenn uns die Umrandung nicht gefällt, dann können wir über Form formatieren. Keine Linie. Dann ist der Rand weg. Das können wir einfach kopieren. Und schieben das an die andere Geräte hin. Zum Beispiel mit Material. Methode. Und Maschine. So, jetzt haben wir jetzt schon die Grundform von dem Ishikawa-Diagramm mit erstellt. Es gibt natürlich auch noch andere Kategorien. Es gibt zum Beispiel noch die Mitwelt oder die Messmethode. Das kann man sich entsprechend für seine Problemstellung, kann man sich das entsprechend raussuchen, wie man das haben möchte. Und wenn Sie jetzt für das Problem zum Beispiel wieder ein Textfeld einfügen, nehmen wir mal als Beispiel jetzt hier, wie kann der Dieselverbrauch gesenkt werden? Wir haben jetzt zum Beispiel einen Betrieb, der hat einen Außendienst, die fahren mit Dieselfahrzeugen noch draußen rum und ist es eben aufgefallen, dass der Verbrauch einfach der Kraftstoffverbrauch zu hoch ist und jetzt könnte man das hier hernehmen und vorne an den Kopf von dem Ishikawa-Diagramm die Fragestellung, das Problem quasi hinstellen. Nehmen wir hier das wieder weg, dass man das besser sieht. So, und jetzt könnte man sich überlegen eben, wie kann denn gesenkt werden? Zum Beispiel beim Faktor Mensch. Da könnte jetzt zum Beispiel reinkommen das individuelle Fahrverhalten. Also kann man jetzt da wiederum mit Textfeldern entsprechend arbeiten und kann es hier reinmachen. Ein individuelles Fahrverhalten zum Beispiel könnte einer der Gründe sein. Und wenn wir das Ganze noch ein bisschen kleiner machen, dann passt auch ein bisschen mehr rein. Wir haben vielleicht auch noch andere Sachen, zum Beispiel beim Thema Methode könnte man jetzt zum Beispiel sehen, es gibt keine Tourenplanung, sondern es wird einfach von einem Punkt zum nächsten gefahren per Navi, aber nicht eine ganzheitliche Tourenplanung, zum Beispiel die den ganzen Tag und alle Kundentermine eben entsprechend berücksichtigt. Also Tourenplanung kann optimiert werden zum Beispiel, das wäre jetzt hier so ein Methodenthema. Und auf die Art und Weise können Sie jetzt Ihr Ishikawa-Diagramm in Microsoft Word entsprechend aufbauen. Sie können auch die Hintergründe von Ihren jeweiligen Punkten zum Beispiel verändern. Bei Maschine wäre es zum Beispiel denkbar jetzt, dass es eben alte Dieselmotoren sind und keine hochwertigen neuen oder vielleicht Hybridfahrzeuge oder gar Elektrofahrzeuge, die eben gar kein Diesel mehr brauchen. Das wäre alles so Ideen, mit denen man eben schauen kann, wie kann der Dieselverbrauch eben von meiner Außendienstflotte entsprechend gesenkt werden. Auf der Seite 3 eben ist ganz normal wieder das übliche Layout. Das heißt, Sie können einfach fortfahren mit der Art und Weise, wie Sie eben Ihren Bericht geschrieben haben. Wir haben noch ein weiteres Video schon erstellt, wie Sie ein Fischgrätendiagramm oder Ishikawa-Diagramm mit der Software Miro erstellen können. Da lohnt es sich auch mal mit reinzuschauen, weil das geht deutlich leichter als eben hier in Word. Wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.